Hallo und herzlich willkommen zu Zack McCracken Teil 2. Ich habe mal nachgeschaut, wie es hier weitergeht. Und zwei Sachen habe ich jetzt nachgesehen gehabt. Die Feder bekommen wir tatsächlich und wir brauchen noch nicht einmal so Zeug wie das Brecheisen, eine Leiter oder sowas. Wir müssen einfach nur in das Rohr hier reinblasen, was er ja auch schon gesagt hat. Was soll ich machen? Reinblasen? Ich könnte versuchen, in das Rohr zu pusten. Eigentlich müsste die Feder dann herunterfallen. Eigentlich einfach. Zu spät. Verdammt. Na toll. Oh nein, nicht schon wieder. Darf nicht wahr sein. Müssen wir das jetzt oft machen oder gibt es einen Trick, an die Feder zu kommen? Ich könnte aus der Haut fahren. Na toll, alles für die Katz. Ah, das ist ja klasse. Keine Ahnung. Gehen wir noch mal kurz raus, vielleicht kommt dann die Feder wieder. Also, wie man die Feder kriegt, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ich dachte eigentlich. Ah, Moment, nee, ich habe vorhin auch was gemacht. Ja, ich habe da das letzte Mal auch was gemacht. Das Ei, glaube ich, anschauen Ach, oder du. Nee? Oder nee? Nein, die. Ich habe mal wieder. Ein Metallrohr. Vermutlich soll es das Ei transportieren. Was soll ich tun? Rein? Wann kommt die Feder wieder? Müssen wir jetzt halt. Müssen wir jetzt halt irgendwie was groß machen? Also komplett nach Honolulu fliegen oder so, dass die Feder wieder kommt? Und ich schätze, wir brauchen die doch noch. Oder ist das jetzt eine Sackgasse? Wisst ihr was? In dem Fall lade ich das Ganze nochmal neu. Und dann probieren wir es so nochmal aus. Wahrscheinlich wird die Feder irgendwann wieder kommen. Die Frage ist nur, wann? Ich könnte versuchen, in das Rohr. Können wir den Nachttopf auf die Feder benutzen, um es zu fangen? Tja, das. Lieber nicht. Können wir es mit dem Nest fangen? Schade, das Mit der Schaufel? Das funktioniert. Und irgendwie ist es seltsam, wenn ich das Ganze mit der Maus, die das Inventar betätige. Tasse? Schade, das geht. Das könnte. Stein? So langsam be. Ich habe keine Ahnung, wie wir dann an diese Feder rankommen. Tja. Das Ei soll durch die Röhre. Ja. Wenn das so einfach. Okay, da habe ich nicht genug nachgeschaut anscheinend. Was haben wir da? Zusammengeknüttelter Zeitungsausschnitt? Ach, das war das hier. Lieber nicht. Das wäre ein tolles und vor allem kostenloses Hochzeitsgeschenk für Annie. Zu spät. Verdammt. Ha. Oh nein, nicht schon wieder. Ich weiß nicht, wie wir an diese blöde Feder rankommen sollen.
Wenn ich das jetzt nochmal mache, dann ist sie weg. Ne, dann fliegt sie wieder zum Anfang hin. Das darf nicht wahr sein. Und dann ist sie weg. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob sie dann nochmal kommt oder... Aber wenn sie nicht mehr da kommt, haben wir wahrscheinlich eine Sackgasse. Aber, könnt ihr uns irgendwie helfen? Nee. Saubere Arbeit! Jawohl, Mister! Danke! Ich glaube aber, dass wir alles haben müssten, um so einen zu sammeln, aber ich weiß nicht wie. Ich sollte mir lieben. Lassen wir es mal da liegen. Vielleicht kommen wir später noch irgendwie drauf. Das zweite, was ich nämlich gesehen habe, ist, die Forscher sind in der Grube. Und da müssen wir einen Stein reinwerfen. Und das ist ein Rätsel. Das mit dem Pusten, im Rohr reinpusten, um an die Feder zu kommen, das kann ich noch verstehen. Aber wieso sollte ich jetzt hier drauf kommen, einen Stein in die Grube reinzuschmeißen? Das verstehe ich nicht ganz. Seit mehreren Minuten tut sich nichts mehr. Vielleicht ist dieses Monster wieder in seine Höhle zurückgekrochen. Ich werde mal nachsehen. Oh, sie scheint eingegangen zu sein. Kein Wunder, es ist irrsinnig heiß hier. Was für ein Monstrum. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein neuer Eintrag. Ja, aber wie gesagt, wie soll man drauf kommen, einen Stein in das Loch zu werfen? Also da gab es keine Hilfe. Also, ja. So, was haben wir denn da? Mexiko. Ich wusste, dass alle Krabbeltiere hier etwas größer sind. Neu war mir allerdings die Existenz von haushohen, aggressiven Monsterpflanzen. Glücklicherweise konnte ich mich gerade noch vor einer retten. Das Gewächs des Schreckens ist tot, ausgetrocknet. Ich bin also doch nicht der Einzige, der unter dieser Hitze leidet. Ich höre dumpfe Stimmen. Befindet sich die Archäologen etwa noch im Pflanzenmaul? Wenn ich mich beeile, kann ich sie vielleicht noch befreien. Da scheint etwas drin eingesperrt zu sein. Ich muss erst mal herausfinden, was sich im Pflanzenkopf befindet. Durch dumpfes Schütteln werde ich den Pflanzenkopf nicht öffnen können. Die Pflanze mag eingegangen sein, aber der Kopf lässt sich nicht so einfach öffnen. Naja, du kannst eine Brechstange. Das sieht ziemlich un... Geht das? Es öffnet sich. Ha! Ein weiterer Sieg der Menschheit über die Kräfte der Natur, ausgeführt von meiner mächtigen Hand. Okay. Vielen Dank. Sie haben uns gerettet. Keine Ursache, meine Herren. Ich vermute mal, dass Sie die Forscher sind, die hier gearbeitet haben. Richtig. Ich bin Dr. Stefan Lundgren und bei meinem Kollegen handelt es sich um Professor Juri Karpowski. Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Mein Name ist Zack McCracken. Vielleicht können Sie mir als Gegenleistung ja auch einen Gefallen tun. Ja, aber natürlich, Mr. McCracken, sofern es unsere momentane Lage zulässt. Also, es reicht schon, wenn Sie mir ein paar Fragen beantworten könnten. So, erst einmal, genau, das ist eine gute Frage. Wie kam es, dass Sie im Kopf der Pflanze gelandet sind? Nun ja, Dr. Lundgren und ich hatten gerade diese interessanten Knochen entdeckt. Da kam dieser Pflanzenkopf wie aus dem Nichts. Und dann war plötzlich alles dunkel um uns herum. Glücklicherweise konnten sie uns befreien. Ich weiß nicht, wie lange wir es da noch ausgehalten hätten. Wir hatten keinesfalls damit gerechnet, dass unsere archäologische Expedition solche abenteuerliche Ausmaße annehmen würde. Gut, und was war mit dem dritten Forscher? Hallo? In einem Zeitungsartikel habe ich gelesen, dass drei Forscher verschollen sind. Haben Sie noch einen Kollegen?
Nun ja, wir wissen nicht genau, wo er momentan ist. Sein Name ist Dr. Sanchez. Angeblich ein Forscher aus dieser Gegend. Ein mysteriöser Geselle. Er stand uns die meiste Zeit eher im Weg, anstatt uns konstruktiv bei den Grabungen zu helfen. Es schien fast, als ob er uns auszuspionieren versuchte. Nur wenige Stunden, bevor wir von der Pflanze verschlungen wurden, verschwand er einfach vom Grabungsareal. Vielleicht hat er die Pflanze irgendwie geholt. Können Sie irgendetwas über dieses Pflanzenwachstum sagen? Leider nicht, aber ich hatte mal einen Kollegen, Dr. Levy. Er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Pflanzenkunde. Es wäre sicherlich ratsam, ihn aufzusuchen. Wo finde ich ihn? Soweit ich weiß, wohnt er derzeit in Paris. Die Adresse weiß ich leider nicht. Aber da er ein Liebhaber von Fischgerichten ist, stehen die Chancen recht gut, ihn in einem Pariser Fischrestaurant zu treffen. Ihn sollten Sie fragen. Er kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Ja, haben wir jetzt eine neue Reisemöglichkeit nach Paris? Was sind dies für merkwürdige Knochen? Wir haben diese Knochen noch nicht genauer untersucht. Auf Knochen dieser Art sind wir bei unseren bisherigen Forschungen noch nicht gestoßen. Aha. Stammen die Knochen von einem Opfer der Azteken? Es ist zwar nicht ganz auszuschließen, aber ich denke nicht. Und was ist mit den Forschungen? Hallo? Wie werden Sie Ihre Forschungen fortführen? Wir müssen das noch beraten. Wahrscheinlich werden wir zunächst einige Lebensversicherungen abschließen. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich denke, ich lasse Sie jetzt mit Ihren interessanten Forschungen allein. Auf bald. Nochmals danke für Ihre Hilfe und passen Sie gut auf sich auf. Wirklich weitergeholfen haben mir die Aussagen der Archäologen eigentlich nicht. Aber wenn ich hier fertig bin, sollte ich diesem Dr. Levy mal einen Besuch abstatten. Ja. Neuer Eintrag. Das schauen wir uns doch gleich mal an. So. Glücklicherweise kam ich gerade noch rechtzeitig. Einige Stunden später und es wäre mit den Forschern aus gewesen. Wieder war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Archäologen waren von dieser außergewöhnlichen Pflanzenwuchs genauso irritiert wie ich. Sie reden mir, einen Fachmann in Frankreich ausfindig zu machen. So schwer kann das ja nicht sein. Endlich werde ich Paris kennenlernen. Okay, das heißt, wir können auch noch nach Paris. Und da haben wir wieder so einen kleinen Bug. Ja, jetzt ist es weg. Gut, das war's jetzt von denen hier. Jetzt ist nur noch die Frage, wie kommen wir an diese Dings ran? An die Feder ran? Oder muss es passieren, dass die Feder wegfliegt und sie ist im anderen Bildschirm? Geht's ja noch weiter? Nee. Ich glaube, hier bin ich mal so frei und speichere schnell mal ab. Dann probieren wir mal was aus. Ich weiß nicht, ob es klappt oder nicht. Ich könnte aus der Haut fahren. Na toll, alles für die Katz. So, entweder muss jetzt die Feder wieder kommen. Was eigentlich wieder unlogisch wäre, warum sollte jetzt auf einmal wieder eine Feder kommen? Oder gibt es jetzt vielleicht hier weiter im Dschungel das, was wir jetzt da finden werden? Nee, es sieht nicht danach aus. Ja, so viel dazu. Also, nein, war also nicht. War gut gedacht. Ich habe jetzt vielleicht mir vorgestellt, dass er hier irgendwie gelandet wäre. Und wir hier an sie rankommen würden. Aber das ist leider nicht der Fall. Und die Feder ist weiterhin weg.
Aha. Ein Metallrohr. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Was soll ich tun? Reinpusten? Musste es so sein, wie wir es gemacht haben, oder war das ein Fehler? Kommen die Fehler wieder? Oder brauchen wir die gar nicht? Aber dann wäre eigentlich dieses ganze Ding, dieses ganze Rätsel hier hinten für die Katz gewesen. Also, nee, die Fehler brauchen wir. So viel ist sicher. Die Frage ist nur, kommt sie jetzt wieder? Oder mussten wir das so machen? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da ich jetzt nicht unbedingt weiter wegreisen will nochmal. Gerade aus Geldgründen, nicht dass uns das Geld ausgeht. Frage ist, jetzt muss ich erstmal schauen, ob ich was finde. So, schauen wir mal ganz kurz. Da heißt es eigentlich jetzt nur, Feder benutze ich, dass man die Feder mit dem Nest benutzen muss. Feder zu erhalten, puste ich in das Rohr, weiter geht es in den Dschungel und fertig. Und dann hat man die Feder. Muss ich das nochmal reinpusten? Aber das glaube ich jetzt nicht wirklich. Was soll ich tun? Reinpusten? Ah. Ja, also hier sind die Lösungen auch irgendwie ein bisschen, schreiben die hier nicht das Richtige rein. Ja, badam, badam, badam. Wie gesagt, ich will eigentlich nicht... Eigentlich will ich nicht unbedingt das Ding verlassen und was vergessen hier. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht eine Sackgasse wäre dann. Ah, badam, badam, badam. Vielleicht sollte ich das nach der Folge machen. Wie viel haben wir denn eigentlich? Ach, Menschenskinder, mach mal was. 17 Minuten, 18 Minuten haben wir schon. Ja, dann würde ich vielleicht die Folge beenden und dann mal nochmal nachschauen in Ruhe, wie man an die Feder rankommt. Wie gesagt, nicht, dass wir jetzt nach Honolulu bringt ja noch nichts zu reisen. Wir haben ja immer noch nicht die Karte, da waren wir ja schon. Das heißt, es geht nach Paris. Aber nicht, dass wir da diese Feder brauchen und dann müssen wir wieder zurückreisen, dann wieder dahin reisen. Ich habe keine Ahnung, ob dann irgendwann das Geld ausgeht und dann stehen wir da und stehen dumm da eigentlich. Das Vogelnest mit der Feder, das geht ja nicht. Das leider... Nee. Okay. Wahrscheinlich ist es wieder total einfach, aber ich weiß im Moment nicht wie. Gut, beenden wir mal die Folge und machen es beim nächsten Mal weiter. Dann schaue ich nochmal, wie wir an die Feder rankommen und dann können wir mal nach Paris gehen. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.